In diesem Workshop erkläre ich dir, wie du in Word mit anderen Personen zusammenarbeiten kannst. Einerseits, wie ihr direkt im Text arbeitet, aber auch, wie du die Kommentarfunktion nutzen kannst. Ich gehe hier von einem bestehenden Text aus, den ich in einem vorherigen Workshop schon mal verwendet habe. Und zu diesem lade ich jetzt eine Person ein über dieses Teilen-Symbol. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, wenn ich da drauf tippe. Normalerweise nutze ich, vor allem wenn ich mit externen Leuten zusammenarbeite, diese Option hier, jeder mit dem Link. Und über diesen Link kann ich dann jede Person einladen. Ich kann einstellen, was damit geschehen soll. Also zum Beispiel Bearbeitung eben nicht zulassen, dann können Sie das nur lesen oder anschauen. In diesem Fall macht das aber natürlich keinen Sinn und gleichzeitig aktiviere ich hier nur im Überprüfungsmodus öffnen. Das heißt, ich werde immer benachrichtigt und ich sehe auch gleich, was die andere Person gemacht hat. Ich könnte noch ein Ablaufdatum festlegen, wenn diese Person einfach bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Gelegenheit hat, reinzuarbeiten, und ich könnte auch ein Passwort festlegen. Ja, und damit bin ich bereit und ich kann jetzt diesen Link kopieren und per Mail oder welchen Kanal auch immer versenden, oder ich kann auch eine Person über ihren Microsoft-Account einladen und schon ist diese Person eingeladen. Mein Gegenüber hat nun die Einladung angenommen und schreibt bereits rein. Und hier siehst du, automatisch erscheint es auch bei mir. Und über den Überprüfen-Bereich kann ich nun diese Änderungen verfolgen. Mittlerweile hat mein Gegenüber doch schon einiges geändert, unter anderem diesen Titel hier. Und ich habe hier Änderungen verfolgen aktiviert und kann jetzt von einer Änderung zur nächsten gehen. Also diese hier, die akzeptiere ich, annehmen und weiter. Dann die nächste, da hat er mir ein Wort gelöscht, das ich aber nicht löschen will. Die lehne ich ab, ablehnen und weiter. Jetzt ist es wieder drin. Und hier hat er irgendwelchen Mist reingeschrieben, also das lehne ich auch ab. Und jetzt sind alle Änderungen, die von meinem Gegenüber vorgenommen wurden, bearbeitet. Manchmal macht es auch Sinn, wenn man nicht direkt reinschreibt. Also in diesem Fall möchte ich jetzt einen Kommentar hinterlassen. Ich kann das, indem ich lange drauf bleibe oder mit einem Rechtsklick, wenn ich mit einem Trackpad oder einer Maus arbeite, wie in meinem Fall, einen Kommentar hinzufügen. Und es ist so markiert. Hier unten nochmals einen. Und mittlerweile siehst du, hat mein Kollege, der als Gast arbeitet, also nicht mit Namen genannt wird, bereits wieder Antwort gegeben. In diesem Fall hat sich der Kommentar eigentlich erledigt und deshalb wähle ich Thread löschen. Hier müssen wir keine Worte mehr darüber verlieren. Hingegen hier muss ich ihm schon nochmals eine Antwort geben. Dummerweise hat sich hier jetzt ein Fehler eingeschlichen. Die Autokorrektur hat mein Juckel zu einem Jucken gemacht. Mit Bearbeiten kann ich das aber wieder verändern. Und jetzt ist der korrigierte Kommentar drin. Du siehst, über Kommentare kann man also einen Dialog über den Text führen, ohne den Text selber zu verändern, und das ist zum Beispiel sehr gut geeignet für Feedbacks
oder um Optimierungsmöglichkeiten für den Text zu diskutieren, bevor man dann wirklich Hand anlegt. Zusammenfassend nochmals hier oben also die Kommentarfunktion. Meist mache ich das direkt zu einem bestimmten Textteil. Also ich wähle das aus und wähle Kommentar. Und hier kannst du diese Kommentare auch bearbeiten, hinzufügen, löschen oder von Kommentar zu Kommentar springen. Und weiter rechts dann die Überarbeitungsfunktionen, wo du eben Änderungen annehmen oder ablehnen kannst und auch hier wieder dich durch das Dokument bewegen kannst von Änderung zu Änderung und so die eine oder andere dann akzeptieren oder eben ablehnen. Ja, und damit bahnfrei für eigene kollaborative Projekte. Wie du siehst, mit Word lässt sich recht gut in Echtzeit mit anderen zusammenarbeiten. Manchmal ist es ein bisschen verzögert, es braucht ein bisschen Geduld vielleicht. Es gibt sicher andere Tools, die noch etwas schneller und stabiler sind bei der Zusammenarbeit.